Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Steelbook Unboxing, diesmal von Zombieland 2 oder Zombieland Double Trap. Tap, nicht Trap. Ja, auch schon sehr lange draußen, aber ja, leider nie die Zeit gehabt, das mal anzuboxen. Und ja, jetzt haben wir mal die Zeit, dieses Steelbook anzuboxen, auch wenn es schon jeder gesehen hat bei YouTube, aber gut, ist mir egal. So, dann machen wir erstmal hier das Ding hier ab, die Mappe da. Ich hasse es. Ne? Natürlich kann man das. Dann lieber so eine Punkte hier drauf, ne? Auf die Dinger hier. Und nicht sowas hier, was ich da nicht. Okay, das kann ich abmachen. Gut. Aber das kriege ich leider nicht ab. Echt schade. Gut, dann schauen wir uns da mal die JAVE-Karte an. Da hätten wir hier den Inhalt, um was es in Zombieland geht. Dann ein paar Bildchen dazu. So, die Extras auf Blu-ray. Und dann, wie viele Minuten geht der Film? Circa 99 Minuten und der Ton ist in Deutsch 5.1 DTS HD MX. So, schauen wir uns mal das Steelbook an. Wow, das ist geil. Also der Hintergrund ist matt gehalten, hier das Graue. Aber das Bild mit Zombieland Double Tap 2 ist glänzend gemacht. Und wenn man mal so richtig hinschaut, ja, das ist halt die Welt, ne, von Zombieland, wenn man hier so schaut. Da hätte man hier ein Haus mit einem Kran drauf, ein Monster Truck, eine Villa, ein Auto. Ja, sieht schon geil aus, haben sie schon cool gemacht. Sieht echt nice aus. Oh ja, also das gefällt mir. So, dann gehen wir mal zum Bein. Da hätten wir dann Zombieland Double Tap. Dann da unten Sony Pictures und hinten hätte man dann auch wieder ein schönes Artwork, Logo. Wieder der Hintergrund matt gehalten in Grau und dann das Bild glänzend gemacht. Mit einem vier Hauptdarstellern. Ach ne, da sind ja mehr drauf. Okay, mit ein paar mehr Hauptdarstellern, glaube ich. Und ja, auch wieder Umgebung. Also der Kreis wieder mit so der Welt verschlossen. Ah, sieht schon ganz nice aus. Echt geil. Echt geil. So sieht es im ganzen Format aus. Ein schickes Steelbook. Echt ein schickes Steelbook. Auch die Disc, Blu-ray Disc, sieht cool aus. Hier mit dem Zombie oben drauf. Gut, nichts passiert. Und dann haben wir einen Innendruck über das ganze Steelbook. Ich kann das gar nicht erkennen, was das sein soll. Ist das ein Auto? Das große hier? Also hier vorne sind Zombies auf jeden Fall. Aber ja, es sieht aus wie ein Auto, oder? Ich kann es leider nicht erkennen, was es sein soll. Ein Auto, was über die Zombies fährt. Sieht nicht schlecht aus, das Artwork. Auch in Farbe. Freut mich. Cool. Aber so ganz erkennen kann ich es jetzt leider nicht. Aber gut, ich bin gespannt auf diesen Film. Der erste hat mir sehr gefallen. Und ja, ich glaube, ich habe Zombieland auch im Steelbook. Ich glaube schon, ja. Also wieder eine Filmsammlung voll. Zombieland 1 und 2 jetzt im Steelbook. Richtig schön. Und ja, dann soll es das jetzt gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich, bleibt dran. Bis dann.
Euer Steffo. Ciao, ciao.